iMovie kann man nicht nur brauchen, um Videos zusammenzuschneiden, sondern auch für Diashows, die mit einer Audiospur, zum Beispiel einer Erzählung oder Musik, unterlegt werden. Mit dem Plus-Symbol legen wir ein neues Projekt an und wählen hier Film. Du hast verschiedene Designs zur Auswahl, klassischerweise das Einfache, aber vielleicht auch mal ein Nachrichtendesign für einen Sporttag oder so, oder in diesem Fall wählen wir jetzt mal dieses Reisendesign. Und ich klicke auf Film erstellen und die Oberfläche wird bereit gemacht für das Komponieren meiner Diashow. Anstatt Videos verwenden wir, wie gesagt, Fotos. Ich tippe auf Fotos und hier auf Aufnahmen. Und jedes Bild, das ich nun antippe, wird in die Zeitleiste unten eingesetzt und automatisch zu einem Film zusammengehängt. Film eben durchaus im bewegten Sinne. Du siehst, wenn ich so langsam darüber fahre, dass so eine Art Zoom-Effekt eingesetzt ist. Apple nennt das Ken Burns-Effekt und den kann man auch nachträglich noch ändern, indem man zum Beispiel an den Start tippt. Da kann man die Anfangsposition, da möchte ich jetzt möglichst viel sehen, und die Schlussposition, da zoomen wir auf den Pinguin zu. Und jetzt sieht das so aus. Also die Kamera fährt wie auf das Objekt zu. Und genauso bei der zweiten Gruppe von Pinguinen, zuerst das Übersichtsbild quasi und wiederum für den Ausgang nur das Porträt. Jetzt beginnen wir mit unserer Erzählung. Ich fahre wieder an den Anfang und tippe auf das Mikrofonsymbol unten rechts. Du siehst am Anschlag, da ist das Mikrofon in Bereitschaft mit einem Tipp auf Record wie zurückgezählt und ich kann mit meiner Erzählung beginnen. Unser Zoobesuch beginnt. Ja, das ist mir jetzt nicht gelungen. Ich kann es nochmals anhören. Unser Zoobesuch beginnt. Ja, ich habe viel zu spät begonnen und dann erst noch mich verschwatzt. Deshalb klicke ich auf Wiederholen und habe nun mal eine Chance. Unser Zoobesuch begann im Pinguinhaus. Aber bald einmal wurde es uns dort zu kalt und wir marschierten rüber in die Masoala-Halle. Jetzt ist es besser und ich tippe auf Verwenden und diese Aufnahme wird eingesetzt. Übrigens kannst du die auch nachträglich, indem du sie antippst, ganz bequem noch zuschneiden. Jetzt kommen noch weitere Bilder hinzu. Zuerst einmal will ich hier jetzt noch etwas vorbereiten. Hier ziehe ich den Clip in die Länge, weil ich die Besucher oder die Zuschauer etwas auf die Folter spannen möchte. Und am Anfang soll man nur Blätterwerk sehen. Also wieder zoomen da ins Grüne. Jetzt ist es gut. In die Masoala-Halle. Zunächst sahen wir nur Blätter, aber plötzlich tauchte ein Chamäleon auf. Stoisch saß es auf seinem Ast und starrte in die Weite. Plötzlich krabbelte es weiter, senkrecht den Ast hinab und sonnte sich in der warmen Sonne. Nun, rhetorisch vielleicht keine Meisterleistung, aber ich verwende es jetzt trotzdem. Und wenn jetzt die Erzählung etwas länger gegangen
ist oder so, da kannst du nachträglich jederzeit auch die Clips noch anpassen, damit es schön auf die Audiospur hier unten passt. Als letztes noch möchte ich dir zeigen, wie du einen Titel einfügen kannst. Ich wähle den ersten Clip aus und tippe unten auf Titel, Eröffnung und kann den sogleich noch anpassen. Hier soll Zoobesuch stehen. Unser Zoobesuch begann im Pinguinhaus, aber bald einmal wurde es uns dort zu kalt und wir marschierten rüber in die Masoala-Halle. Zunächst sahen wir nur Blätter, aber plötzlich tauchte ein Chamäleon auf. Stoisch saß es auf seinem Ast und starrte in die Weite. Plötzlich krabbelte es weiter, senkrecht den Ast hinab. Ja, die Tonqualität ist jetzt nicht so gut, weil ich gleichzeitig noch am Computer arbeite. Übrigens kann man die, wenn man die Audiospur anwählt, auch noch anpassen, indem ich hier zum Beispiel die Lautstärke noch etwas nach oben schraube. Ja, und damit ist dein Film eigentlich schon fertig. Wenn du links oben tippst, kommst du wieder auf die Übersicht und hier kannst du den Film direkt abspielen, wenn du ihn präsentieren möchtest, beziehungsweise hier kannst du ihn auch wieder in den Bildern speichern mit Video sichern in der entsprechenden Größe. Ich wähle jetzt nicht die maximale Qualität, groß reicht für meinen Fall und es wird in deiner Bildersammlung abgelegt.